herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder vereint. Hallo. Es sieht fast aus wie die Essen Motorshow, ist es aber nicht. Salem und ich gehen heute über Techno-Klassiker. Wird mittlerweile ja zum Ritual. Haben wir letztes Jahr auch gemacht. Vorletztes Jahr auch. Ja. Glaube auch, ne? Ja. Oder ein Jahr, zwei Jahr. Letztes Jahr war, nee, vorletztes Jahr gab es nee, gar nicht. Nee, davor. Da 19. War ja Corona, genau. Letztes Jahr waren wir ja schon wirklich fassungslos über die Preise hier. Jetzt bin ich gespannt, was uns dieses Jahr erwartet. Gefühlt draußen der Parkplatz voller, drinnen auf den ersten Blick leerer. Jetzt muss man auch dazu sagen, es ist heute erster Tag, Pressetag, mittwochs, was ich allerdings geil finde, bis 20 Uhr offen. Ja, haben wir mehr Zeit. Wir sind immer noch nicht so ganz im Grün mit unserem Kamera-Equipment. Warum habe ich so lang? Wir haben uns größtechnisch angepasst hier. Nein, wir hätten natürlich am liebsten uns einfach die Funkstrecke wieder umgemacht. Jetzt gibt es aber die eine oder andere interessante Person hier auf der Messe, die vielleicht einfach auch was sagen wollen. Hallo? Genau. Und jetzt können wir hier mit individuell einfach ein bisschen rumlaufen. Und du kannst die Frauen interviewen und ich interviewe die Männer. Okay. Los geht's. Ihr seid seitens H&R auch hier? Nein. Okay. Dieses Jahr das erste Mal seit vielen Jahren nicht. Aber die passende Weste hast du gleich rausgeholt. Die habe ich mir damals beim Vespa-Fahren vor 2-3 Jahren am Gardasee gegönnt. Im Museum sogar. Was? Für, wo du ja auch immer wieder von schwärmst, von dieser Vespa-Tour, ne? Am Gardasee. Ja, da musst du mit. Ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich eine Vespa habe oder ob ich eine hätte, die mehr als 200 Meter schafft, ohne dass der Kolben klemmt und wir wieder am Schrauben sind. Nein, nein. Beim Vespa-Fahren gilt ja die Regel, wenn sie nicht kaputt geht, ist es keine Vespa. Naja, aber musstet ihr da auch schrauben? Nicht nur einmal. Lieben Gruß an Eike an der Stelle, der hat es geschafft, zwei Vespas am Gardasee kaputt zu machen. Ja, wie habt ihr das mit Ersatzteilen da gemacht? Ja, wir haben gleich 4 mitgenommen. Und dann immer Teile da gehabt? Ne, Ersatzteile mitgenommen und dann immer vor Ort geschraubt. Ja. Okay. Ja, dann wollen wir mal durchgehen. Ja. Schön 10-Zylinder Viper-Motor drin. Ich glaube, das Ding marschiert. Das sollen ja diese Autos sein, die so unfahrbar sind, ne? Also selbst so schon. Ja gut, du hast einen sehr kurzen Radstand, einen riesen Motor vorne. Wobei der halt nicht auf der Achse hängt, aber hinten kein Gewicht. Kleines Off-Topic, wo du gerade Radstand sagst. Ich bin aktuell immer wieder so ein bisschen gucken, was man so, war ja auf der Nordschleife, ne? Ja. Ich weiß, ich habe auch schon gesagt, hattest du mir auch gesagt, es hat nichts mit Nordschleife zu tun gehabt. Ja. Fand's trotzdem geil? Ja, nein, ist geil. So, und gucke jetzt so ein bisschen, was man so Track-Tool-mäßig sich fertig machen könnte, aber als Straßenauto. Ja. So, jetzt nicht wieder alles, was geht und so weiter, sondern wo man auf Achse mal hinfahren könnte. Und wir jetzt so verschiedenste Sachen durch mit BMW, Audi und so weiter. Hm. Hab so ein bisschen so, was ich jetzt so gelernt habe, worauf es ankommt, schon mal geguckt. Und dabei ist mir aufgefallen, Porsche Cayman. Längerer Radstand als 992 GT3. Ja, aber dann bist du ja wieder bei so einem riesen Umbau. Ja, aber ein längerer Radstand. Ich hätte gedacht, der Cayman ist viel kleiner. Porsche Cayman hat einen längeren Radstand als ein 992. Okay, das wusste ich auch nicht. Als ein 997, sogar 12 cm. Was? Ja, 12 cm längeren Radstand hat der Cayman als ein 992. Wobei, die Autos sind ja dafür bekannt, dass sie gut fahren. Da brechen wir das Ganze jetzt ab, wir gehen weiter. Ach, du Heiliger. Hi. Herr Fricke. Herr Fricke. Haben sich verlaufen? Hallo. Hi. Na, also bist du shoppen oder was? Mhm. Echt? Nein. Warum nicht? Wir können es ja mal gucken. Aber weil du wirst ja wahrscheinlich auch hier rüberlaufen und auch schockiert sein über die Preise, was hier so der eine oder andere anschreibt. Ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube, für jemanden, der aus dem Ausland hierher kommt, den schockt das gar nicht so. Weil die Autos teilweise im Ausland wahrscheinlich das gleiche kosten. Genau. Aber wenn du halt die Preise so seit 20 Jahren kennst und so noch diese heißen Drahtzeiten kennst, ne, klar, dann läufst du jetzt hier natürlich rüber und denkst dir, Preise sind bei manchen Autos schon absoluter Wahnsinn. Kannst du dir nur... Entweder wobei, ist die Stelle hinten falsch oder vorne. Jedes Jahr sagen wir das Gleiche. Ja, Wahnsinn, wir sagen jedes Jahr, die Preise sind explodiert und es schockt uns trotzdem. Aber wann ist denn da mal Ende? So, und wir gut zurück von Nordschleife. Ja, du ja anscheinend ja auch, oder? Ja, für mich auch entspannt. Ich muss mir ja nur das Auto selbst nach Hause fahren lassen. Ja. Regel Nummer 1, an Karfreitag fährt man nicht zur Nordschleife. Doch. Das haben die beiden Herren komplett doch, falsch doch. Gemacht. Ja, ich sag das doch, seit 10 Jahren. Doch. Wir sind ja wirklich nicht zur Schleife gefahren, um ich da weiß. Eine schnelle Runde zu fahren. Weiß ich, deswegen weiß auch, was meinst du, wie viele mir geschrieben haben, ey, du hast so viele Autos, warum fährst du mit dem Auto denn? Ja, ich sag cool. So, weil das Geilste an diesem Freitag war, sich zu viert in diese Kiste zu flitzen. Ne? Ja. Wirklich nur Scheiße labern den ganzen Tag und einfach nur so in den Tag reinleben. Das war eigentlich das Geile. Nein, Nordschleife ist geil, aber ich sag, seit 10 Jahren an Karfreitag fahre ich nicht dahin. Ich habe es einmal gemacht und habe es echt bereut. Ja, du musst noch rechtzeitig losfahren. Ja. Mit uns hättest du Spaß gehabt. Ja, ich weiß. Nächstes Jahr fährst du Donnerstag schon mit. Du hättest auf jeden Fall, dein erstes Highlight wäre gewesen. Also nee, es wäre anders abgelaufen, weil du kannst ja an der Nordschleife, kannte ich vorher auch nicht, mittlerweile ganz einfach über das App QR-Code vorzeigen und dann geht die Schranke auf.
Also okay, du lädst Guthaben auf dein Konto, war wirklich innerhalb von 3 Minuten eingerichtet. Ne? Und ich natürlich Runde 35 Euro, natürlich nicht eine Runde aufgeladen. Ja. Sondern man weiß ja nie, wie viele Runden man fährt. Ja. So, und kommt zur Schranke, Schranke geht auf und der Typ sagt dir noch, wie viele Runden du noch hast. Ne? So. Und der sagt so, sie haben noch 6 Runden. So, und alle so im Auto, wie noch 6 Runden, wir wollten nur eine Runde fahren. Ne? Ja. Und ich weiß, mit Telefon wären wir die 6 Runden auf jeden Fall gefahren. Na, aber jetzt erstmal Techno-Klassiker. Ja, jetzt gucken wir erstmal Oldtimer. Ja, ja, das wäre eigentlich unser Auto für die Nordschleife. Ja, und das wären auch unsere Preise. Nee, gar nicht. Klaff, 964, okay. Carrera, RSR. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es da gibt, aber wird es eine Handvoll von geben wahrscheinlich, ne? Ich habe keine Ahnung. Hätte ich jetzt mal gesagt, weil das sind wahrscheinlich Autos, die alle kaputt gefahren wurden. Das wird ja wahrscheinlich auch wie so ein Homologationsauto sein. Steht irgendwo eine Stückzahl? Nein. Nee, aber 700.000 Euro. Doch, lediglich 51 Exemplare. Oder doch ein paar mehr. Ja, Wahnsinn. Wenn du dir aktuell ein Porsche fertig machen müsstest, alt oder dürftest, neu? Alt scheißegal, jetzt nicht 902 GT3 ja, mäßig, sondern schon klassisch. Also ja, okay, ich zähle jetzt mal ab, 907 ist alles klassisch. 907 GT3S. Für die Strecke. Und so als... Als so zum Fahren? So für alles. Es gibt ein Traumauto, F40 und dann sofort gefolgt vom 907 GT2S. Ist mein, das ist... Absoluter Traum. Absoluter Traum. 997 GT2S. Weil ich erinnere mich wieder, letztes Jahr standen wir nämlich vor dem Uni-Schwarzen 356 für eine Mio, ne? Ja, aber das ist ja so weit weg. Aber nein, wirklich ein Auto zum Fahren, GT2S 997. Das ist mein Auto. Sternrubin, ne? Ja. Habe ich durch Zufall neulich gesehen, kannst du auch aktuell auf den Autos wieder nehmen, ne? Ja. Wie heißt das? PTS? Ja, die Sonderfarben. Ja, ja. Die Sonderfarben, ne? Ja. So, ne? Aber ne, Sternrubin zählte, glaube ich, in dem Fall noch nicht mehr zu Sonderfarben, sondern du konntest beim GT3 Touring, ich hatte mit einem über den GT3 Touring an der Nordschleife gesprochen, kannst du auch in Sternrubin nehmen. Geil. Farbe ist echt gut. Ich, ganz ehrlich, hätte mir aber von der Farbe mehr erhofft. Inwiefern? Ja, ich habe mit ganz vielen Leuten schon drüber gesprochen, musst du Sternrubin machen. Wenn ich jetzt aber so live vorstehe... Ist speziell. Holst mich jetzt nicht so krass ab. Also ich würde mir nie ein Auto so kaufen, die Farbe ist geil, aber ich würde dafür jetzt nicht ein Auto bestellen und dann sagen, ich will den in der Farbe haben. Das würde ich nie machen. Was würdest du dir denn bauen, wenn du was aussuchen könntest jetzt frei raus? Wenn ich komplett frei raus mir was bauen dürfte und es würde unseren deutschen TÜV nicht geben, ne? Ja. Dann hätte ich genommen 356. Ja. Und einen GT4 dazu. Hätte den GT4 alles rausgeschnitten und alles in den 356 gebracht. Mit Keramikmotor und allem. Das ist quasi eine ganze GT4-Technik, so ein 4.0er Sauger in dem alten 356er. Mutig. Mutig. Aber egal. Das wäre Chef. Also da wärst du. Ja, Sleeper ohne Ende, aber. Da wärst du Chef auf jeden Fall. Ja. Was findest du oder was kannst du über so einen Flügeltürer sagen? Die Laura Kreihammer. Die Grip-Kollegin, die fährt ja tatsächlich mal Rennen damit. Ernsthaft? Die fährt auch so einer Oldtimer von IWC, so einer Rallye-Challenge immer mit. Hm. Und da fährt die immer so ein Ding. Und die sagt, Alter, es ist so brutal anstrengend, das Ding zu fahren. Ja. Du kannst dir auch nicht vorstellen, wie heiß es im Innenraum wird. Ja, ja. Und dann kommt im Hintergedanken immer noch der Wert dazu, sagt sie halt. Ne? Ja, wenn du den weglegst, dann wird es ganz, ganz übel. Hm. Aber die haben ein cooles Gimmick. Kennst du das mit dem Lenkrad, mit dem Einsteigen? Du kannst das Lenkrad ja umklappen. Das hat man ja genau, dass du so wegklappen kannst, ne? Genau. Hm. Ja, und ich finde, beim Flügeltürer unterschätzt man einfach immer, wie alt das Ding eigentlich ist. So, ne? Die sind ja 50 Jahre, glaube ich, ne? Ja, 56 ist der, ne? Ja. 56, genau. Ja, und stell dir mal vor, guck mal, 50er Jahre, da gab es noch keinen Golf 1, da gab es nur einen Käfer. Und dann so ein Auto, ne? So, und du fährst so ein Ding. Genau. Aber andererseits, es ist so ein bisschen wie, als wenn du heute mit so einem Black Series irgendwo vorfährst. Oder genau, so. Da genau. Denkst du ja auch, Alter, was ist das für ein UFO? Ja, ja. Aber ich sehe das Ding mehr so als Kunststück. Ja, ist so. Ein Kunstobjekt irgendwie. Stellst du in eine Vitrine, in so eine Glasgarage. Brabus hat ja das Originalauto restauriert, was damals... ich bin ganz schlecht mit Namen mittlerweile. Ich weiß, was ist ja los. Ich weiß, irgendwie in den USA für eine... Für den Maler. Es gibt einen ganz bekannten Maler, der hat ein Gemälde gemalt. Von Warhol? Genau, Andy Warhol. Ja. So, der wurde in Amerika versteigert. Okay. Als wir gerade da waren, wurde der gerade fertig restauriert von denen. Zustand 1 Plus, das Originalauto von damals. Haben sie mir aber nicht gesagt, wie viel die Auktionsende gegangen ist. Sollte geheim bleiben. Okay. Da waren wir noch groß am Spekulieren, wie hoch der Millionenbetrag sein wird. Das ist immer so ein bisschen für mich ja so Hawaii-Hand, Goldkette,
Brusthaare so raus. Köln. Und weiß nicht, wie du auf Köln kommst. Money. So, Money dazu, Alter. Mit der Kiste halt irgendwo vorrollen. Ja. Aber hier, ich glaube, mit so einem Ding, ne? Um Himmels Willen. Das muss sich anfühlen und fahren. Wir haben ja so von, du kennst du ja auch, den Stefan. Composite Works, die machen ja die Dinger als Replika, ne? Mhm. Da haben wir mal so ein Fahrwerk dafür gebaut. Dann saßen wir da zu zweit drin. Jetzt film mal auf die Fahrgastzelle. Wie du siehst du sehr, sehr wenig Platz. Und dann sitzt du da mit zwei Mann, wirklich Schulter an Schulter, und du liegst im Auto. Also, ja, zu zweit. Und du sitzt nicht, also du hast nicht hier so einen Winkel, sondern du liegst wirklich drin und deine Beine sind vorne, also ganz gerade. Du bist so gekrümmt. Dein ganzer Oberkörper ist gerade. Er ist völlig bekloppt. Ja. Hier, das ist der Bad Boys Porsche. Ah. Wie geil, weil das ein flacher Keil ist. Ich weiß nicht, ich kann den jetzt nicht so abgeben. Also so umgebaut mag ich den nicht. Aber du bist ja eh nicht so der Ferrari-Fan, ne? Ja, wobei so 355, tief, zum Beispiel. Geile Räder, finde ich gut. Wenn man den noch zu den Zeiten gekauft hätte, wo ja. die 50 waren. Ja, aber hier, Bad Boys 36er ist halt die Endstufe, ne? Das ist einfach ein obergeiles Auto. Jung. Mal gucken, der Zustand. Übel. Ich finde ja beim Oldtimer sieht man am besten immer, wie gut er ist, wenn ein Innenraum nicht gemacht, ja. aber auch original neuwertig ist. So, genau. Ne? Weil das ist immer ein Zustand, den kriegt man nicht hin. Egal wie gut der Sattler ist, egal wie weit man das Auto zerlegt. Hier. Alleine man kauft Plastikteile nach, die haben immer eine andere Farbe. Weißt du, die haben niemals die gleiche Farbe. Ne? Aber der wird wahrscheinlich 10.000, 20.000 Kilometer haben. Ne? Wie? Können wir gucken. Ist ja. Nee. Doch. 80. 18. 80. 80.000? Ja. Nee. Doch. Da steht jemand mit nach. 79.000, ja, hast recht. Ja. Aber das Auto hat eine Besonderheit, die ist sogar noch original und die ist teuer. Die Räder. Die original Speedline haben im Außenbett eine Gravur drin. Wusstest du das? Nee. Hier, musst von hier gucken. Da siehst du es. Hier ist Speedline eingraviert. Das, ach, sind, so, ja, das sind die Originalräder, die sind richtig teuer. Speedline vor Porsche. Geil. Ich weiß gar nicht, ob die eingeätzt sind oder ne, graviert ist es nicht. Das die Laser, ist das sieht aus wie Laser, ne? Aber nee, damals Laser. Der Michael hat das mal gesagt, die sind irgendwie mit irgendeiner Säure oder irgendwas sind die bearbeitet. Ganz komisches Verfahren. Was denkst du, was sind die so wert? Oh, ja, also wenn du überhaupt einen bekommst. Ich hab, weiß ich nicht, viel. Ja, wo wir beim Thema Ferrari sind, mein Traum-Ferrari steht hier. Zeige ich dir nachher. Meine, die Stoßstange ist. Das ist jetzt halt mein Baustelle. Auto, was an sich nicht so teuer ist, ne? 996 Turbo, WLS, 450 PS. Als Schalter 86.000 Kilometer. 73. Aber klar, mit der Stoßstange. Also, ich kann dir sagen, 15, 14 um den Dreh hast du so ein Auto, wirklich in Top-Zustand, mit unter 100.000 Kilometer hast du so Mitte 30 bis 40 ungefähr bezahlt. Ja. Und dann auf einmal ging es ab. Die 996-Zeiten, wo die günstig waren, waren genau die Zeiten, wo die Leute alle zum Beispiel Toyota Supra verkauft haben für 30 bis 40 und sich alle einen Porsche gekauft haben. Ja. Ganz viele. Was sagst du zu so einem Opel? Hoch. E30 wäre auch gut. Ja, E30 M3 ist halt immer geil, ne? Wobei da gibt es ja wirklich, da scheiden sich die Geister. Das ist ein super schönes Auto, aber fährt halt echt langsam. Nein, ernsthaft. Aber jetzt darf man euch dazu sagen, fährt das Ding nur langsam, wenn du es in Relation zu E36, E46, E92 setzt? Oder fährt das Ding auch langsam, wenn du es in Relation zu einem serienmäßig Golf 1, Golf 2 setzt? Das Problem ist, wir sind ja mittlerweile über viele Jahre versaut. Aber, was ich euch sagen kann, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, für die, die noch kein gefahren sind, ich bin viele solche Autos gefahren. Nennt 2 Liter Diesel, egal ob im Caddy oder im Golf 5 oder so, fährt Kreise um so ein Auto. Ne? Also wirklich, da ist von der Beschleunigung überhaupt nichts los. Ja, aber, ja. Guck mal. 80er Jahre. Damals war das die Hölle, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Dazu, sonst als Vergleichsfahrzeug musst du nehmen Golf 2 16V. Ja. Meinetwegen auch mal ein G60. Was nein, halt die fuhren so. War. Alles so irgendwie um den Dreh. Besser? Was krass ist, pass auf. Bestimmt. Wir machen ich weiß Folgendes. Es nicht. Ich habe eine witzige Idee für dieses Video heute. Wir machen so ein bisschen Preiseraten. Okay. Ich gucke immer, nenn dir die Daten, du sagst, was er kostet. Ja, dann mach. Pass auf. 87. Ja. Originaler Motor. Ja. EU-Auto, 195 PS. Kein Sondermodell, sehe ich jetzt schon. Was hat er gelaufen? Ja, steht da leider nicht. Noch 231.000. Ich sage, die wollen für das Auto haben
Der ist auch tiefer gelegt, das ist auch schon nicht mehr original, ist auf jeden Fall kein Sondermodell, ja, das sehe ich auch. Der wird kosten irgendwas 70 plus minus. Ja, 79. 79, ja. Gut. Aber ganz schlecht. Danke. Ja, das ist halt ein Auto für uns. Die Räder sind, ich sag ja. Ich liebe halt BBS-Rennsportfelgen. Nach dem Shitstorm mit dem E46 liebe ich sie umso mehr, weil ich finde sie einfach geil. Ich habe ihm immer gesagt, er soll die drauf machen. Ich finde die einfach, nein, BBS 88 ist die Felgen Endstufe. Waren schon immer ein Traum für jedes Endstufe. Auto. So, und ich finde sie auch genauso auf dem Auto einfach geil. Nur das sind ja keine E88, das weiß ich ja, ne? Weiß ich, aber das ist ja so, dass keine Ahnung, was ist das dann, 81? Nee, das ist die E-Serie, das sind irgendwelche Rennsport E-Tralala. Ja, E46, Jockgesell. Ich finde es geil. Ich auch. Wir müssen eine Opel bauen, Philipp, ehrlich. Irgendwann. Ich habe eine sehr, sehr große Liebe für Opel. Sehr groß. Sehr, sehr, sehr groß. Krass. Vor allem 400er, ne? Manta. Ja. Was er kostet? Ne, steht da ja nichts dran, ne? Nee. Wenn kein Preis dran steht, ist schon zu teuer. Ja, aber das ist ja ein richtiges Ex-Rennauto hier, so mit Handbremse und so, ne? Aber geiler Zustand. Ja, dieser Opel, da bin ich einen Tucken zu jung für, leider. Ich meine, bei dir wird das Ruhrpott natürlich noch mehr Opel in dem Moment immer gewesen sein. Aber solange ich denken kann, hat man schon über Mantas leider nicht mehr gesprochen. Echt? Ja, nee, als ich mit angefangen habe, war halt die Zeit Golf 1. Ja. So, ne? Da war Manta schon vielleicht nochmal so Kadett so ein bisschen. Ne? Kadett war zu meiner Zeit, ich weiß nicht, ich war mit 14 in Oschersleben auf dem Opel-Treffen. Kadett E war da gerade. Was machst du mit 14 auf dem Opel-Treffen? Mein Onkel hat ja immer noch so ein Kadett G. Nee, Kadett E GSI 16 Ford Champion. Ja. Aber das Ding ist geil. Ja. Die sollen auch gut fahren, ne? F430, Scuderia. Das ist ja der Ferrari, wo ich hin wollte. Ach so. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dass ich mir ein Ferrari nach Wahl picken kann, wo ich einen Tag lang Rennstrecke mitfahre, würde ich einen 430 Scuderia fahren wollen. Ja. Ich fand auch, das waren noch so Ferraris, wo du in der Jugend diese Ehrfurcht von einem Ferrari hattest. Weil heute siehst du ja, ist jetzt salopp gesagt, aber fast an jeder Ecke ein. Aber das war damals noch so die Zeit, wenn du einen Ferrari gesehen hast, war so, boah. Guck mal, wie klein der ist, finde ich. Ja. So klein, kompakt. Aber war damals das Auto mit dem schnellst schaltenden Seriengetriebe der Welt. Dieses F1-Getriebe? Ich glaube, 35 Millisekunden. Also. Und so hört es ja an. Ich war nie vergessen, ich war als Zuschauer, bin ich mal nach Hamburg gefahren zu so einem Thamsen-Day. Mhm. Da waren die ganzen Boliden alle bei Thamsen. Wir saßen da einfach nur, haben die Autos wegfahren hören. So ein 430 Scuderia fährt und es klingt ungefähr so, wie wenn ich halbe Meile fahre vom Schalten, ja? Weil es macht einfach nur Klong, der nächste Gang ist drin. Jetzt als Schalter allerdings so ein F430 extrem teuer. Ja, also auch als ich den Lambo gekauft habe, konntest du ein 430 Scuderia für eine 70-80 kaufen. So in dem Dreh. Ja, geile Autos. So, ne? Und für mich ist beim 430 der Unterschied zwischen 430 und Scuderia Welten, weil der Innenraum so krass ist. Mhm. Finde ich aber beim 458 genauso. Ja, da ist es auch so. Ja. Also das haben sie bei allen so hinbekommen, ne? Weil es ist einfach so. Wobei ich fand, das waren schon immer so ich habe immer D und W-Sitze dazu gesagt. Diese König. Echt? Ja, ich fand die nie geil, die Sitze. Wenn in diesem Video vielleicht einer dabei ist, der Ferrari in- und auswendig kennt, was hat sich Ferrari dabei gedacht, auf dem hinteren Sattel das Ferrari andersrum zu schreiben? Oh. Aber dieses Heck von dem 430, ne? Ja. Lecco mio. Wobei, wenn du jetzt im Vergleich, aber Nein, ist der schöner, aber gar nicht kleiner. Aber guck mal, wie alt das Auto ist und wie der immer noch aussieht. Ne? Total. Ja. Vor allem guck dir die Fuße an. Ich sag ja, das waren damals Autos, wenn du einen Ferrari gesehen hast, hattest du diese Ehrfurcht, was du heute, finde ich, nicht mehr hast. Vor allen Dingen 510 PS aus 4 Liter Hubraum. Mhm. Damals. Und die klingen halt auch echt brutal. Ja, der Klang ist eine Eins. Jedes Mal, wenn man hier runterkommt, ist für mich halt S-Motorshow-Feeling. Ne? Weil man jeden Morgen vom Hotel da runtergeht und dann wissen wir ganz genau, dass da hinten der Stand ist. Als ich gerade am Parkplatz gefahren bin, nur das, aber die Ecke gesehen habe, direkt. So, jetzt gehen wir zu meinem Kumpel Echo. Mit dem Verrückten habe ich sogar zusammen studiert. Ja, auf jeden Fall hier, der nächste Verrückte, mein Studienkumpel Echo. Ne, mach nur mal in Ruhe und dann... Wie geht's? Zucker. Hi, Philipp, hi. Ich kenn dich. Hey, wie geht's? Alles klar? Ja, bei dir? Philipp, hi. Ich hab gerade ihm erzählt mit deinem Haus, mit dem Garage, mit dem Glas und was. Erzähl mal, E36 GT hier. Na, meine GT-Reise kennst du ja. Ich war ja auf der Reise, auf der Suche nach so einem Auto. Nachdem ich den dritten oder zweiten abgeflexte Fahrgestellnummer, also Autokarosserie, gefunden habe, habe ich gesagt, komm, ich hab da keinen Bock mehr. Wie? Du hast GT gefunden ohne Fahrgestellnummer? Oder andersrum? Andersrum.
Eine 316-Karosserie mit einer GT-Fahrgestellnummer, GT-Motor, GT-Innenausstattung. Ach, die haben ein Auto umgebaut und wollten ihm so ein gefuschten, so ein gefuschtes Auto als GT verkaufen. Da habe ich gemerkt, dass sowas überhaupt existiert, dass die Leute sowas machen. Kannte ich ja nicht vorher. Ja, sie wollen jetzt auf einmal alle Geld machen, also mit den Autos. Ich habe den Mann gekauft. Ich habe an dem Tag, wo ich ihn gekauft habe, ohne Scheiß, alles rausgenommen. Sitze raus, Teppich raus, eigentlich alles raus. Ich wollte wissen, ob da überall grün ist. Aber auch so ab Werk grün, wo die Thermat noch schwarz sind, nicht überlackiert sind. Alles zerlegt, okay, echter GT, zusammengebaut. Erklär den Zuschauern mal einmal kurz E36 GT. E36 GT ist eigentlich die Königsklasse vom E36. Das ist so die limitierte Version. Pendant zum Sport Evo, zum E46 CSL, E92 GTS. Also das ist die Geschichte 2008, 2009, als ich noch vor meinem Röhrenmonitor saß mit der Maus und runtergescrollt habe, nach E36 geschaut habe mit 18, wollte den keiner haben. Ich habe den auch immer hässlich empfunden, weil das Grün war hässlich. Und damals, der Heckspoiler, der hat niemals zu der Form vom E36 zur Linie gepasst. Das war einfach, es gibt viele, die den abgebaut haben. Auch beim Clubsport damals haben die alle abgebaut, weil das einfach scheiße aussah. Den wollte keiner haben, die lagen alle bei 8.000, 9.000 Euro. Und jeder, Scheiße. Das war so. Jeder 3.2er war teurer. Was haben die eher gesagt? Ja, damals lag das Gerücht, dass ein 3.28 schneller ist als ein GT. Ja, genau, die wollte keiner haben. Keiner wollte das Grünes haben und die waren auch zu langsam für die. Ich muss ehrlich gestehen, der ist auch langsamer. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob das Ding Spaß macht zum Fahren oder... Ich muss ehrlich gestehen, dass der 3.2er mehr Spaß macht. Mhm. Das ist so. Ich habe ja den 3.2er gehabt. Den roten hast du kennengelernt. Der ist untenrum viel giftiger, der ist einfach besser. Aber das hat die Limitierung. Deswegen habe ich meinen roten verkauft, habe den gekauft. Und was mit dem Auto passiert ist, kann ich dir genau sagen. 2020, als diese Autos 25 Jahre alt geworden sind, ganz kurz, 2020 haben die noch gekostet 45.000 Euro. Wie viel? 45. Okay. 45 war schon okay so. 2020 ist das Auto 25 Jahre alt geworden. Die Amerikaner haben so einen Paragraphen, 25 Jahre Paragraphen gesetzt. Ja. Wenn das Auto 25 Jahre alt ist, ist Abgasnorm egal. Zoll, Steuern, alles ist scheißegal. Also Auto kaufen, Transport ab nach Amerika. Der LTW, die Amerikaner waren ja weit voraus. Das ist ja in USA Replika, gibt's ja die als LTW, aber die waren ja schlechter. Die hatten nur einen 325 Motor drin. Ach so. Nur halt modifizierter. Das war kein richtiger M. Die waren aber viel weiter. Die lagen schon bei 100.000 Dollar. 100, 120.000 Dollar. Damals schon. So. Und als das Auto, der war ja das bessere Auto, haben die Amerikaner gesagt, boah geil, guck mal, in Deutschland die kriegst du für 50. Sofort gekauft. Der nächste inseriert für 55. Der will ja was mehr rausholen. Auch weg. Der eine für 60, 70, 80, jetzt sind wir bei 100.000. Es gibt kein GT unter 100.000 auf dem deutschen Markt. Egal welche Laufleistung. In Halle 3 steht einer, 160.000 gelaufen. Der E36, ne? Ja, ja. Für 100.000. Die Amerikaner haben das auch so gepusht. Auf einmal ist das jetzt Königsklasse. Die waren aber alle in dem Grün, lückenlos. Gab keinen einzigen, der mit einer anderen Farbe ausgeliefert ist. Nein, nein, alle grün. Ja, und der LTW war einmal 2,5er. Ja, aufgebaut auf 3 Liter. Es gibt ein Gerücht, dass es ein oder zwei Silberne gibt, aber ganz ehrlich, keiner hat es bestätigt, ich habe es noch nie gesehen, weiß keiner. Die LTWs haben auch alle gar keine Einzeldrossel, sondern die haben wirklich schon den neueren Motor eigentlich, so einen typischen mit einer Drosselklappe und so weiter. Die haben einfach 325 Motor, aufgebohrt, das war's. Auf 3 Liter. Ja genau, die haben 243 PS, mehr ist da nicht drin. Die haben, also die Amerikaner, die Geschichte ist, die Amerikaner, der Chef damals von MGMH hat gesagt, so ein Auto, ein M3 für, ich meine so, 50.000 Dollar kriegst du nicht verkauft. Das ist zu teuer. Die Leute kaufen das nicht, die Leute kaufen sich einen V8, bla bla bla. Ne? Der muss auf 30.000, 35.000 Dollar runter. Und dann haben die Leute bei der MGMH überlegt, wie machen wir das? Das geht halt nicht. Dann haben sie einen 2,5er genommen. Wir sparen einen Motor. Und Gewicht. Und das hat funktioniert, die haben den Wagen verkauft. Die Dinger wurden dann verkauft. Wenn ich einen perfekten E36 GT Nachbau bauen würde, also wirklich die passende Karosse, meinetwegen auch ein 3.0er und alles in Originalteil Nachbau, wie viel ist der dann weniger wert als ein Original? Reden wir über die Fahrgestellnummer Original GT oder irgendeine Fahrgestellnummer? Nein, du brauchst einen nach. Na, ganz ehrlich, du kriegst einfach den Wert von dem M3 plus vielleicht die Teile, die wertvoll sind, aber nicht viel. Also ich schätze den mal auf maximal, je nach Zustand, Laufleistung, 50. 60, mehr ist also da nicht ist drin. Schon so, dass die Leute unbedingt auch eine GT-Fahrgestellnummer haben wollen? 100%. Es muss alles passen. Es muss alles passen. Und, umbauen von so einem Ding auch nicht? Was heißt umbauen? Ja, so ein muss original sein. Oder muss original sein. Echt? Solange du mit der Fahrgestellnummer sagst, da ist was. Die Sammler, es gibt zwei Arten von Käufern, in meinen Augen. Erste Käuferschicht ist die, die wirklich Geld haben, Sammler, die so Wert in Emotionen ins Auto packen. Die zahlen dir den Preis, den du haben willst, wenn du das richtige Produkt hast.
sechsstellig, über sechsstellig. Und dann gibt es Käuferschichten, die wollen einfach nur ballern. Die wollen einfach nur steigen, ich will einen GT und nicht ballern. Ja? Die Leute, ja. Ja, die Leute, die kaufen den für 50. Ja? Die kaufen den, sagen, ich habe einen GT, die ballern los. Aber der Sammler, der richtig, der sagt, würde ich niemals hinstellen. Deswegen. Ja. Ganz kurz, für die, die keinen GT kennen. GT, Farbe, Felgen, das Schwert vorne. Alles. Spoiler hinten. Genau, und Carbon-Interieur. An der Mittelkonsole und so, ne? Und ich bin ja auch so ein Kleinanzeigen-Junkie immer. Die wollen ja nur für dieses Carbon-Interieur an der Mittelkonsole. Wirklich, in komplett kaputt gebrochen. Gefühlt gibt es auch keins, was nicht kaputt gebrochen ist. Ja, stimmt, wirklich. 2000 Euro. Ja, ja, stimmt. Und hat der da irgendwie Alutüren oder sowas? Ja, oder auch nicht? Haube und sowas? Nein, nur Alutüren. Nur die Türen. Ja, komm, zeig mal. Was dann allerdings die 3.2er auch hatten, die Alutüren, ne? Ich muss aber sagen, die 3.2er hatten das nur ab Baujahr September 96. Wahnsinn. Warte, nee, nur Baujahr ab September 95 bis Juni 96. Ja, da werden sie keine Stahltür mehr gehabt haben, haben sich gedacht, jetzt knallen wir die ganzen Alutüren. Ich behaupte mal, das Twitter-Modell 3.2er vor Facelift, die haben Alutüren alle. Die hatten vielleicht von dem übergehabt, haben gesagt, komm, knall rein. Und ab Facelift haben die damit aufgehört. Ach krass, okay. Ja, also die gab es nur 8 Monate. Aber du sagst selber, fahrerisch, zumindest wenn man den jetzt normal auf der Straße bewegt, ist kein Highlight. Ja, kommt drauf an. Also ich muss sagen, wenn man 3.2 gefahren ist, ist das erheblich schlechter. Es ist einfach so, aber da kommt es auf andere Werte an. Aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass man diese 35, 40 PS da so unterschiedlich ist, oder ist einfach, dass der 3.2er von der Charakteristik her einfach ganz anders fährt? Da ist, also wenn man die technischen Daten analysiert, hat er den maximalen Drehmoment bei knapp 4000 Umdrehungen erst. Mhm. Da hat er 325 Newtonmeter, glaube ich. Und der 3.2 hat die schon untenrum, 2,5. Mhm. Schon 350 Newtonmeter. Und dieser Spaßfaktor, also das heißt, ich muss den bis 4.000 drehen, danach kommt der, will ich aber gar nicht. Ich habe den 3.2er gefahren zwischen 2 und 5, hat richtig Spaß gemacht. Bei dem musst du halt, das ist was blöd ist. Wenn du dir nochmal ein E36 M3 aufbauen würdest, soll kein originales Auto sein, einfach so, wie du den gerne hättest. Welche Farbe hätte dein Traum E36 M3? Dakar-Gelb, definitiv. Man muss Dakar-Gelb sein. Das ist nicht meine Farbe. Aber es ist ein GT, ich respektiere das, deswegen ist das ein Traum. Aber ich meine auch so, also ich bin da kein Gelb-Fan. Weil ich habe mich ein bisschen mit E36 M3 jetzt beschäftigt und da ist tatsächlich das Geile, das ist mal ein Auto, wo die Leute auf Farben abfahren, wo ja wirklich die Leute Farben haben und Dakar Gelb, gerade wenn es neu lackiert ist und nicht ausgeblichen ist, ist halt für viele der Traum immer. Ne? Ich muss sagen, dass der E36 in meinen Augen ein sehr schönes Auto ist, weil gegenüber dem E30 hat das Auto schon extrem moderne drin. Mhm. Du musst dir vorstellen, der hat Aufstellfenster elektrisch, der hat Harman Kardon Soundsystem, der hat eine 2-Zonen-Klimaautomatik, der hat einen Tempomaten. Das sind so Sachen, die heute noch eigentlich aktuell sind. PDCs, das ist unglaublich. Die E36 gab es mit PDC schon? Ja, ab Werk. Also konntest du bestellen. Das muss man sich vorstellen und Scheinwerferreinigungsanlage, das sind Sachen, wo man gesagt hat, boah krass, dass der bietet viel mehr Autos und auch moderne mit. Dann muss ja damals der Sprung von E30 M3, weil da standen wir eben gerade und haben uns gerade überlegt, wie so ein Ding wohl eigentlich so fährt. Jetzt nicht heute, sondern damals in den 80ern. Ja. Und wenn man so damals in den 80ern sonst so Golf 1, Golf 2 und so weiter gewohnt war, fuhr wahrscheinlich so ein E30 M3 war so das Überauto wahrscheinlich. Ne? Ja. Aber der Sprung dann natürlich, wenn du jetzt gerade sagst, was ein E36 M3 alles hatte, waren da natürlich Welten. Ne? Ja, durch die Leute, mit denen ich gesprochen habe, habe ich erfahren, dass damals in den 90ern der E30 M3, den wollte keiner haben. Weil der E36 M3 war halt der Sechszylinder, knappe 300 PS, das war ja damals krass, wie geht das denn? Musst dir vorstellen, so ein Golf GTI hatte 116 PS oder so. Und da kommen die mit knapp 300 PS. Und 300 PS war halt eine Hausmarke. Und da war ein gewaltiger Sprung. Die haben sich um das Auto gerissen sozusagen. Und die E30, die haben damals gekostet 10.000 D-Mark M3. Ja. Die standen aber da im Laden, Motors. Soll so sein, also ich kann es nicht bezeugen, aber das soll wohl so stimmen. Das war so. Allerletzte Frage, was hast du vor mit dem Auto? Behalten auf jeden Fall, weil ich bin E36, also das ist so mein Ding und ich kann mir ein Leben ohne so ein E36 nicht vorstellen und ich habe mir überlegt, wenn ich eins habe, dann soll das schon die Königsklasse sein, dann ist das der GT. Er sieht auf jeden Fall vom Zustand her extrem gut aus. Ja, ich habe mir schon... Laufleistung, was hat er runter? 83. Weil hier so, weißt du, so diese ganzen Leisten und so, was man ja auch nicht irgendwie instand gesetzt bekommt, das sieht ja wirklich alles noch kacke aus. Ich muss sagen, die habe ich gemacht, die ist original. Aber gibt es diese Teile noch neu zu kaufen oder wie ist das? Gibt es, ja. BMW ist da ganz kurios. Zum Beispiel auf dem BMW stand, habt ihr das Cabrio gesehen? Nee, wir sind da reingekommen und sind ja, okay, habe ich auch restauriert, kannst du dir angucken. Da ist diese Dichtung auf der Seite lieferbar, habe ich gemacht. Andere Seite ersatzlos gestrichen. Unglaublich, gibt's einfach nicht. Also eine Seite habe ich gemacht, die andere Seite konnte ich nicht, weil nicht ist gestrichen. Also BMW ist selbst komisch, keine Ahnung. Aber stand heute bin ich froh, dass BMW überhaupt noch für das Auto Teile liefert, wo ich wirklich alles noch tauschen kann. Geil. Ja, ja. Nee.
Sehr, sehr schönes Auto. Weiterhin viel Spaß damit. Vielen, vielen Dank.